Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Bevor wir starten, haben wir hier noch zwei Levelaufstiege zur Verfügung. Würde ich jetzt mal bei Konstitution und Intelligenz reinstecken. Damit wir hier beides auf Level 10 haben. Und die zwei Vorteilspunkte, gute Frage. Powerslide. Erhöht die Spring- und Klettergeschwindigkeit. Stuntshock schaltet Nova neue Möglichkeiten frei, aus Fahrzeugen auszusteigen. Comeback Kit. Für jeden fehlenden Prozentpunkt eine Gesundheit. Gesundheit Regeneration beim Sprinten. Furry Road. Abrissbirnen betrifft nur stumpfe Waffen. Gegner umzurennen. Weniger Ausdauerkosten. Stirb, stirb, stirb. Weniger Rückstoß. Mehr Explosionsschaden. Heckanreihung. Plus 100% Dauer für Statuskontrolle Quick Hacks gegen Gegner mit voller Gesundheit. Ich glaube, das würde ich mal machen. Bewegungstempo. Bewegungstempo. Das ganze Chrom. Gesundheit Regeneration ist das auch sehr gut. Jetzt schicke ich nicht ganz, was das bedeuten soll, aber gut. Weniger Rückstoß auch ziemlich nice. Ich glaube das. Ja. Habe ich jetzt einfach mal getan. Und dann gehen wir heute mal zu Wakako, denn wir haben hier noch eine Belohnung zum Abholen. Jedes Mal, wenn wir Wakako in ihrem Pachinko-Laden besuchen, spüre ich so ein seltsames Prickeln im Nacken. Ich weiß auch nicht wie, aber die Alte ist seltsam. Auf jeden Fall hat sie uns eine besondere Belohnung für den Sandra Dorset-Job versprochen. Dafür müssen wir einfach bei ihr in der Chick-Chick-Street vorbeischauen. 500 Meter können wir kurz mal machen. Zwar auf der anderen Straßenseite. Flussseite. Aber es sollte ja kein Problem sein. Gehen wir mal schauen, weil dann können wir das schon mal wieder aus dem Journal streichen. Ich möchte nicht unbedingt, dass da sich mega viel ansammelt. Ziemlich regnerisch. Da passiert Max Tech. So. Okay, wait. Da hinten gibt's noch was. Come out alone! Huh?
irgendwie kann ich die Leute nicht mehr richtig markieren, wenn ich das so sehe. Ist wahrscheinlich was wegen der Mod. Nee, ich wollte nicht pingen. You coward. Dann können wir so ausschalten. Eine Netrunnerin? What the fuck, was? Okay. Wir haben es geschafft, das ist alles, was zählt. Keine Ahnung, wer das ist. Allerdings ein bisschen von riesigen Chaos. Leben nicht mehr die Leute hier. Richtig zerfetzt hat sie. Archive des Gesprächs. Haitang und Daisuke Morita. Bin jetzt vor Ort. Der Barkeeper sagt, dass er keine andere Wahl hatte, weil Maelstrom ihn bedroht hat. Die sind wohl einfach reingestürmt, haben Drinks verlangt. Tja, er hätte uns auch rufen können. Das ist unser Revier. Er sagt, dass er dafür zu viel Angst hatte. Aber vor uns hat er keine Angst. Er hätte denen nichts erzählt. Ja klar, hat er das nicht. Was soll der denn schon erzählen? Der weiß doch eh nichts. Dann können wir ihn ja in Ruhe lassen, oder? Was hätte er da schon machen können? Das ist unser verdammtes Revier. Er hätte uns holen müssen. Aber der macht mit denen eine scheiß Party. Verpass ihm eine Abreibung. Es geht ums Prinzip, Mann. Okay, schön. Haben wir kurz mal aufgeräumt. In Chick Chick Street. Da sind wir also wieder. Got something that'll keep you Hallo, ich darf ganz kurz mal durch, ne? Na, Bakako? Well, who do I spy but V? In my humble parlor, no less. Bukako, long time no see. So what brings you here? Willing to bet nobody knows Westbrook like you do. My husbands knew Westbrook, yes. Each of them, very high in the tiger claws. Rude Japantown. What did they do? They did what made the best eddies. Gave them the most pull, sold sex and black market tech. Okay, interessant. Can't help asking. How many of those husbands did you have? 5. All went before their time. Terrible family tragedy. Not afraid that tragedy will strike you? Have to live somehow. For my 9 sons. Ganz schön was geschaffen. Have some outstanding biz to settle. Remember Sandra Dorset? I don't forget such things, V. Here is your reward. It comes with a fairly ample bonus. Go see a Ripper Doc. They'll weave you a dermo imprint that will enable smart gun compatibility. Ooh, a nice. Tiger Class specialty. Und 3380. Vielen Dank, Wakako. Bis ein anderes Mal dann. Endlich mal was für Smart Guns. You
You asshole! Ever heard of dirt-eating no-good bastard? Da links gibt's, glaube ich, den Ripper Dog da unten. What? Listen to that guy. How'd you rate his chops? To my untrained ear, sounds all right, I guess. Easy listening, at least. No, why? Technique's second rate. But the feeling? That's what counts. Guy's hurt, got something he can't take, and it shows. Could stand a little more stage presence. Fingering's all wrong, loses the tempo more than he keeps it, but not bad. Really know how to give a guy a compliment. That how you got your start? Street busker with big dreams? Don't make me laugh. No time for playing my way to the top. Was too busy shaking the world awake. Being at the top can be worth it. Wanna shake the world, you know? World's gotta feel you first. And you pay for it. You spend your lyrics laying waste to the big record corps. Who's gonna sign you then? But give up your ideals, and no amount of Eddies can buy him back. All right, Princess. At least you played some gigs. Saw those memories of yours. True. Played where we could. Parks, old factories, underground clubs. Had an audience from the start. Some recorded our stuff, didn't even know who we were. So, you're saying some old samurai bootlegs are still floating around town? I smell Eds. No idea you were such a materialist. Could almost cry. Almost. Jokes aside, you think those tapes still exist? After all these years? You know, Rainbow Cadenza's not far from here. Club we played till the band fell apart. Great spot. Place for people with their heads on straight. Maybe they'll know something. Okay, gib dich zum Club Rainbow Cadenza. Ja, mal schauen, ob wir das heute noch machen. Die Warschau katholische Kirche und ihre Herkunft. Das ist ein langer Text. Schon ein bisschen. Ein anderes Mal vielleicht. Gentlemen, I want to remind you not. Do you truly believe this amount is fair and equitable? I won't be bullied by your accusation. Ich möchte jetzt erstmal hier zum Ripper Dog gehen. Und schauen, was er für uns da bereithält. Na? Got a lot of iron here. I have a bad experience some years ago. I want insurance. Now I'm curious. One of my clients, he lose his mind right here in this chair. He howl like an animal, expose his blades. He charge me. Then I have no gun, only a scalpel. I try to defend myself, but I lose one eye, four fingers and a kidney. Still, I survive it, as you see. I promise to myself every day I will not be unprepared again. Ja, besser so. Ist nicht ganz unrecht. It's patient of yours. Cyberpsycho, you think? I do not know. For me, cyberpsychosis is an empty word. A label we give to people who are bad, evil. From cyberware or not. Interessante Theorie. Looking to upgrade my chrome. Okay, you sit, be comfy, and we will start. Dyna Lars and Vistan. Me take Paraline 5, 6, 7. Keine Ahnung, wieso dass manche Symbole hier keine Feld haben. So Bild.
Tetratronic Rippler MK2. MK3. Asaka MK3. Keine Ahnung, was da wirklich gut ist. So kaufen? Nee, ich möchte das nicht kaufen. Ich dachte, es gibt da was gratis. Oder nicht? Oder muss ich es kaufen, um da, damit es eingebaut wird? RAM Upgrade, Kategorie 2, Kategorie 3. Plus 4 Max Speicherpunkte, plus 1 Max Speicherpunkt. Naja, komm. Ich meine, wir haben das Geld eigentlich übrig. Kritische Trefferpunktschance, minus 4 Speicherpunkte. Es hat doof. Biokonduktor. Minus 4 Speicherpunkte. Schaden gegen Drohnen und Tech. So. Ja, hier eben halt keine Ahnung. Plus 15% Waffenschaden gegen Gegner, die von anderen Quickhacks als Kampf-Quickhacks betroffen sind. Minus 2 Speicherkosten für Stealth Quick Hacks. Nehme ich mal. Arme, Gorilla-Arme, Mantis-Klingen, Raketenabschusssystem. Monodraht. Die Mantis-Klingen hatte ich im letzten Spielstand, fand ich ziemlich nice. Gorilla-Arme hatte ich auch schon, die sind echt auch gut. Raketenabschusssystem hört sich interessant an. Und der Monodraht hört sich auch interessant an. Der Monodraht ist ein Cyberwehr-Ersatz für die Arme, mit dem du mehrere Gegner auf Entfernung mit einer Art Peitschenhieb angreifen kannst. 28.000. $28,000.
Gegner in Deckung, Kameras und Geschütztürme. Deckungsgeschwindigkeit von Kameras. Ich glaube, ich würde das hier mal nehmen. Im Skelett haben wir Titaniumknochen. Bringt 16. Okay, da gibt es sehr viel Neues. Und Gutes vor allem. Mionische Gelenke. Das hier gibt 60 Punkte. Plus 18 Nahkampfschaden, 15 Ausdauerkosten. 90 sogar. Würde ich jetzt einfach mal investieren in das Knochenmark hier. Und dann können wir es noch upgraden. Sind bloß 16, aber 38 Tragegeschwindigkeit, Tragekapazität. 37 Schadensminderung. Okay, dann lasse ich das erstmal hier. Ballistischer Koprozessor, Querschläger. 16% mehr Schaden von Querschlägen. Bonus durch technische Fähigkeit. Ich glaube, das ist übrigens falsch, was ich hier gemacht habe. Das ist nämlich nicht mit Smart-Waffen. Weniger Rückstoß. Das wäre das. Der Smart Link. Würde ich einfach mal ausprobieren. Okay, jetzt haben wir weniger als 100.000. Naja. Schadensminderung. So viele gute Dinge. Das hier war es. Schadensminderung. Und Höhe der Schadensminderung. Okay, jetzt können wir gar nichts mehr. Höchstens noch austauschen. Luchspfoten. Ja gut, dann lasse ich das erstmal so. Einen Chunk kannst du gerne haben. Ah, sorry. Und dann würde ich hier noch beim Frontalkortex oder Charakter. Wo war das jetzt nochmal? Mit den Speicherpunkten. Hier. Oder nicht? Appreciate it. Thanks. Und da war es im Inventar, möglicherweise war es hier. Hier war's. Okay, Verseuchung finde ich gut. Cyberwehrstellen könnten wir auch mal ausprobieren. Kurzschluss ist auch ziemlich gut. Optik Neustart auch. Speicherlöschung 25% weniger Schüsse, mich zu bemerken. Also Rückverfolgung. Überhitzen.
Waffenzoom. Auch spannend. Interessant, dass manche Kleidungsstücke doch noch irgendwie einen Mehrwert haben, statt bloß gut auszusehen. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Money, ja, sind wir ein bisschen Money losgeworden. Ich würde sagen, das war's erstmal wieder für diese Folge von Cyberpunk 2077. Und wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.